Einen wunderschönen guten Tag in die Runde hier an die Teilnehmer des heutigen Workshops rund um den Forex Bull. Ihr seht hier unsere Startseite und ich will hoffen, ein jeder kann mich gut hören und ihr seht auch das Bild. Bevor wir gleich durchstarten, eben hier zum Workshop, diesmal ein Stück weit fortgeschrittener. Hierbei soll es nämlich direkt um die Tools und Features gehen, die wir hier sozusagen im Detail nutzen, um mit dem Forex Bull am Markt zu agieren. Will ich mal feststellen, ob ihr mich seht, vielmehr das Bild seht und mich hört, dann wollen wir doch mal starten. Ich bekomme zumindest mal schon positives Feedback in den Chat. Grüße in die erlauchte Runde, alles super. Dann noch kurz nachgefragt, wer von euch hier heute das erste Mal da ist. Das wäre ganz wichtig zu erfahren, inwiefern eben hier eine Gruppe an neuen Teilnehmern zugegen ist, denn diese Workshop-Serie, so will ich es sagen, weil wir das ja monatlich stattfinden lassen, ist ja praktisch eine Art, ja, Wiederholung dessen, dass es hier in erster Linie für Teilnehmer ist, die dann praktisch das Tool noch nicht kennen und das praktisch kennenlernen wollen, beziehungsweise wir hier auch erklären, worum es denn im Prinzipiellen dann auch geht. Gerade beim Basic geht es so rund um den Forex Bull von den ganzen, ja, Grundzügen her und hier in diesem Workshop eben auch um die Features und Tools, die wir eingebaut haben. Und insofern sage ich auch immer gern zu Beginn, liebe Teilnehmer, schaut euch hier auf der Webseite um. Wir haben im Prinzip hier sämtliche Beschreibungen rund um die, ja, sage ich mal, Möglichkeiten zur Anwendung des Forex Bulls. Und ich darf an der Stelle gleich nochmal einfügen, das ist etwas, wo ich jetzt noch keine Timeline ausgeben kann, aber wir werden auch hier neben unserem JFD-Universum, was wir hier generell mit dem Forex Bull in Verknüpfung gebracht haben, hier auch noch für den einen oder anderen Krypto-Fan sicherlich hier, ja, die Top-Marktkapitalisierungscoins auch integrieren, sodass man mit dem Forex Bull da praktisch auch Indikationen für Intraday-Verläufe neben den Top 5 Kryptos, die wir hier haben, eben auch bei JFD an der Stelle sozusagen das Universum dann noch ein Stück weit vergrößern lässt. Tatsache ist aber, dass der Forex Bull ein Hilfsmittel sein soll und dazu werden wir auch im nächsten Jahr noch ein Stück weit in die Tiefe gehen, wenn es darum geht, wie wir den Forex Bull nutzen können. Denn es ist ein Chancenfinder, ein Handelssignal-Tool, das euch sozusagen Ideen, statistische Wahrscheinlichkeiten für den Tageshandel aufwirft, aber auch noch für ein bisschen mehr. Wir haben da noch zusätzliche Features wie den, ja, Kristallkugelverlauf, die Wochentagsstatistik, die Saisonalität. Es sind viele Möglichkeiten drin, deswegen schaut es auf jeden Fall auch hier gern mal um, wo denn dann auch beschrieben wird, welche Möglichkeiten sozusagen in diesem Tool noch über diese Intraday-Beschau hinaus bestehen. Weil der Steffen gerade fragt, was er kostet, das ist eine berechtigte Frage. Da findest du auch hier bei den Produkten letztlich eine simplifizierte Übersicht, eben aufgrund monatlicher Basis verschiedene Möglichkeiten gegeben, auch mit verschiedenen Laufzeitvarianten, wenn es gefällt. Und hier dann entsprechende Beschreibungen, worum es denn dann im Detail geht. Heute, wie gesagt, widmen wir uns diesem Advanced Package, wo man entweder Option 1 oder Option 2 hat in Sachen Roboter, also hier praktisch die Handelsunterstützung. Hier auch nebenbei bemerkt, diese Tools kann man natürlich auch nutzen, um sein klassisches Trading unterstützt zu wissen. Also der Handelsroboter, der EA, der ist so ein Stück weit auf Breakout-System spezifiziert. Diesen kann man aber natürlich auch, ja, für andere, sage ich mal, Signale, Möglichkeiten, Timeframes einsetzen, als jetzt in Verbindung des Forex Pools. Nur die Konnektivität, die wir hier sozusagen natürlich aufgebaut haben, und gerade der Handelsroboter ist ja exklusiv für den Forex Pool entwickelt worden, das ist natürlich der Schwerpunkt. Dazu noch dann Nummer zwei, darum geht es auch heute in der Praxis eben, der Trendscreener und die Signalanzeige. Also was ist sozusagen die zusätzliche Unterstützung, die hier geboten wird. Und wenn man dann eben auf der Website, ich kann sie auch gerne nochmal scheren, dann entsprechend reinklickt auf die jeweiligen Pakete, sieht man dann eben auch, um was es geht. Dass es praktisch hier diese Trendampel gibt, entsprechende Templates und Chartdarstellungen und, und. Also der Tipp an der Stelle, hier gerne auf der Website mal gelesen. Ich kann sie auch gerne nochmal reinstreuen. Mich würde aber auch interessieren für alle neuen Teilnehmer, wie seid ihr denn überhaupt zu dem Workshop gelangt? War es eine Einladung aus unserem JFD-Universum oder war es direkt unter Umständen ein Google-Suchbegriff, eine Abfrage, die ihr hier gestartet habt oder die Socials? Gebt mir da doch bitte mal ein Feedback, damit wir einfach mal wissen, wo ihr denn auch so zu uns geströmt seid. Genau, wie ich auch immer zu sagen finde oder auch immer gern definiere, hat man hier an der Stelle sozusagen mit dem Forex Bull eben den Chancenfinder für den Tag und neben den,
Assets. Und dann kann man auch hier auf Wie funktioniert es relativ schnell klicken. Ist es eben so, dass man hier auch klar dargestellt hat, was denn hier sozusagen der Forex Bull an Signalen auswirft. Und da sind auch die Rohstoffe dabei, eben auch die Edelmetalle speziell. Und in dem Grunde ist es so, dass man hier diese Szenarien, diese möglichen Verläufe, und das schauen wir uns dann, wie gesagt, heute sehr praxisbezogen an, nutzen kann, um seine Intraday-Ideen zu entwickeln. Im Rahmen der, sage ich mal, leichten Umstellung will ich nicht sagen, aber im Rahmen der Erweiterung der Trade-Frequenz kann man auch die Signale im Rahmen der Trend-Screening, im Rahmen des Trend-Screeners, des einzelnen Templates, was wir ja nutzen, auch durchaus für Counter-Setups nutzen. Da ergänzt sich der Forex Bull durchaus auch mit dem Trend-Screener, sowohl mit Trendrichtung als auch Signale mit Trendrichtung zu handeln, die aber Counter, also gegen die Signalrichtung sind, praktisch hier zu identifizieren. Also es ist rundum ein Tool, mit dem man sich beschäftigen muss. Und die Edelmetallsignale, weil du nochmal konkret danach fragst, es gab Zeitpunkte, ich müsste jetzt vergangene Analysen mal raussuchen, wo, ja, ich sag mal, das Hoch und Tief vom Forex Bull, wenn ich das jetzt mal direkt plakativ zeige, um jetzt sozusagen auch den Forex Bull direkt mal einzuweihen, hätte ich jetzt fast gesagt, euch nochmal zu zeigen, gibt es hier Situationen, wo praktisch hoch und tief, ja, ich will fast sagen, auf den Cent getroffen wurden. Genauso rum haben aber die Signale hin und wieder natürlich sich komplett konträr entwickelt, was man auch handeln kann, durchaus. Aber im Grunde genommen hat man hier natürlich eine Tendenz für gewisse Long- oder Short-Sequenzen. Dass das jeweilige Hoch oder Tief punktuell getroffen werden kann, steht natürlich außer Frage. Es ist aber natürlich vielmehr hier grundsätzlich nur eine Trendtendenz, die der Forex Bull aufwirft. Und um es mal auch konkret zu zeigen, hoppala, nochmal aufrufen, direkt am scharfen Tool, mal das Design mal auf die Windows-Oberfläche, dann eben hier Szenario öffnen. So, gucken wir mal, da gibt es übrigens dann auch hier entsprechende Möglichkeiten. Das haben wir im Workshop Nummer 1 schon besprochen, wie das aussieht, wenn der Forex Bull dann sozusagen hier mit seinem Szenario definiert wird. Hier möchte ich euch auch noch den Praxishinweis geben. Hier auf unserem Godmode Trader gibt es sozusagen das Morning Briefing. Das wird dann nächste Woche in die Ferien gehen, bis zum Januar. Hier wird dann aber auch mal ein Stück weit dargestellt, welches Signal rein unter Trendfolgegesichtspunkten interessant scheint, beziehungsweise welches Signal wir sozusagen aufsetzen. Und dann seht ihr hier unten auch zum Beispiel dieses Fenster mit dem Forex Bull Expert Advisor, mit dem Handelsroboter, der dann praktisch den Trade automatisch ausführt und verwaltet. Das ist sozusagen ja dann der Witz an der Stelle, dass man sich hier mit dem Forex Bull eben einen Chancenfinder zu seinem täglichen Handel oder primären Handel, wie man auch immer das definiert, sozusagen ergänzt, um dann natürlich mit den Tools eine wirkliche Erleichterung zu haben, um ja zeitsparend und auch nervenschonend zu arbeiten. Und der Forex Bull EA, der Expert Advisor, nimmt einen praktisch den Handel ab. Du musst nicht den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen. Und der Trendscreener filtert eben hier idealerweise die entsprechenden Richtungen. Und dann will ich mich jetzt eben dahingehend gar nicht so weit verlieren, denn hier haben wir schon die Ergebnisse vom Forex Bull. Das sieht dann eben aktiv gesehen so aus, wie hier zu sehen. Dann sieht man auch die Unterscheidung nach stark bärischen und leicht bärischen Pattern und bullisch entsprechend auf der Nordseite mit hell und dunkelgrün. Und eben hier heute hat der Bernd den US-Dollar-Schweizer Franken lokalisiert, der hier mit diesem Pattern eben daherkommt. Und wir sehen es in diesem blauen Fenster. Hey, du hast auch Prognosedetails, die sich aufgrund der vergangenen Pattern eben erschließen. Und das ist eben hier das, sage ich mal, orakelte Tief, Hoch und der Schlusskurs und die durchschnittliche Erwartung der Bewegung anhand der 83 Pattern, die genauso wie hier in der Vergangenheit auftauchten. Sprich, wir hatten einen Aufwärtsimpuls. Dieser sollte sich rein statistisch fortsetzen und dann summa summarum ergab sich im Mittelwert der 83 Pattern, wo dann aber auch 67-prozentige Trefferquote zu Buche schlug. Auch das war eben nicht jedes Mal ein Treffer. Hier entsprechend dieses Ergebnis. Also du hast praktisch die Möglichkeit, mit diesem Tool die Chancen zu identifizieren. Und bevor ich an Bernd gebe, hier auch nochmal ein schönes Feature im Rahmen der Wochentagsstatistik, die man eben auch ergänzend nutzen kann. Sehen wir übrigens auch hier für eben alle Aktien, DAX 40 und Dow Jones 30 mittlerweile dabei. Und da haben wir eben hier zum Beispiel beim US-Dollar-Schweizer Franken, wenn wir uns da jetzt mal nach unten scrollen, die Situation, dass wir heute zum Beispiel am Donnerstag, ja, das ist jetzt hier nicht sehr signifikant, einen leicht positiven Bias während der letzten 52 Handelswochen haben. Das heißt, hier diese Prozentzahl steht für positive Schlusspreise. Ja, ist die über 50, haben wir einen leicht positiven Bias. Interessant, der Mittwoch hochgradig bullisch mit 63%. Das ist wirklich signifikant. Und
das eben auf die letzten 52 Wochen, das letzte Handelsjahr bezogen. Und in der Totalfrequenz, da reden wir über die letzten Jahrzehnte, ja, da mittelt es sich so ein Stück weit bis auf einige andere Währungen. Und auch, weil vorhin das Thema Gold und Silber waren, zeige ich euch gleich, haben wir hier natürlich dann auch, ja, sage ich mal, Werte, die durchaus statistisch ausschlagen. Schauen wir uns direkt beim Goldpreis gleich an. Aber auch hier spannend zu sehen, dass der Donnerstag im Overall View auf die letzten Jahrzehnte eben dann doch mit 49% leicht schwächer ist. Das ist natürlich marginal, aber es ist bekannt und auch nachweisbar. Und wenn wir jetzt auf den Goldpreis zum Beispiel gehen, XAU-US-Dollar, dann sehen wir zum Beispiel, dass der Freitag, und das ist schon herausstechend, wie ich finde, mit 60% positiver Schlusspreise während des letzten Handelsjahres und mit 57% während der letzten Jahrzehnte tatsächlich hier diese Taktik des Friday Gold Rushs bestätigt. Also kaufe Gold am Freitagmorgen und verkaufe es Montag früh bzw. Freitagabend. Statistisch gesehen hast du hier den Vorteil. Und darum geht es. Der Forex Bull identifiziert sozusagen Möglichkeiten, die man dann mit diesem, sage ich mal, Zusatzfeatures und Tools dann auch noch ergänzt wissen kann, wie eben hier schon da gesagt, Saisonalitätsindikator und dergleichen. Und ich gebe euch den Tipp, liebe Leute, wenn ihr den Forex Bull testet, singulär ist er eben hier für einen Pizzabesuch zu haben. Dann habt ihr rein diese Oberfläche und gleich switchen wir auf die Tools um, die es dann für, ich sag mal, 10, 20 Euro mehr gibt, um dann aber auch mit diesen Tools natürlich auch sein Trading auf ein anderes Level zu bringen. Macht es Sinn, hier oben diese, wenn ihr das Tool dann habt, Kurzanleitung und auch wer sich ein bisschen mehr Zeit nehmen mag, das große Handbuch zu lesen, denn dort wird wirklich definiert, worum es geht. Ja, wie die Einstellungen vorzunehmen sind, worauf wir uns fokussieren, wie wir selbst Trade-Ideen schmieden, wie wir vorgehen, etc. etc. Und wie es bei allem ist, das ist jetzt kein Setup, was du dir auf deinen Rechner lädst und nun werden Gewinne produziert, sondern es ist eine Handelsunterstützung, die dir helfen soll und mit der man aber auch arbeiten muss, diese kennenlernen muss. Und deswegen haben wir hier auch eben diese Monatsabos, wo man sagt, das sollte man mal mindestens 3, 4 Wochen testen, wenn nicht sogar länger, weil natürlich das Gesetz der großen Zahlen besagt, du hast einen statistischen Vorteil nicht auf 2, 3 Tage gesehen, sondern vielmehr auf 2, 3 Monate, vielleicht sogar 2, 3 Jahre, um wirklich da auch einen Benefit rauszuziehen. So dann, das mal an der Stelle hier zum Forex Bull und da will ich dann auch gleich überleiten zum lieben Bernd, der wahrscheinlich schon in den Startlöchern sitzt. Ich schaue mal, ob das Mic schon an ist. Kannst du gleich nochmal dazu schalten, lieber Bernd. Und dann können wir auch im Prinzip in die Vollen gehen. Hallo? Ja, da ist er zu hören. Sei gegrüßt, Ja, Bernd. Grüße in die Runde und hallo Chris. Wunderschöne Einleitung. Ja, ich habe es jetzt nicht trainiert irgendwo, also ich habe jetzt noch nichts zum Ablesen gehabt. Das hat sich sozusagen ergeben. Und ich muss sagen, danke Bernd dafür, dass du da bist. Wir sehen auch hier den lieben Bernd, der sozusagen hier mit dem Forex Bull ähnlich wie ich hier auf ja, jahrelanger Tuchfühlung ist. Und deswegen sind wir da auch prädestiniert, euch das ein Stück weit näher zu bringen. Und der Bernd ist sozusagen auch unser Praktiker an der Stelle, wie ihr ja vorhin schon gesehen habt, im Morning Briefing am Start und schreibt dann natürlich dann auch entsprechende, ja, Indikation des Tages und so weiter für den Forex Bull. Und deswegen haben wir hier den Praxismann schlechthin am Start. Und Bernd, ich würde den Bildschirm in den nächsten Minuten gleich dir geben. Ich rutsche noch kurz durch die Slides durch, nur durch die ersten. Und dann würde ich sagen, können wir gleich anfangen mit dem Praxisteil, oder? Alles klar. Supi. Alright. Dann, wie gesagt, liebe Leute, ihr seht das hier, wisst auch, wozu ihr da seid, will mich da nicht wiederholen. Ich will euch aber den Hinweis geben, dass etwas in Arbeit ist. Und zwar, es nennt sich die Börsenbullen. Und neben diesem Intraday-Tool, was wir heute besprechen werden, dürft ihr euch darauf freuen. Und die Börsenbullen-Domain da oben gibt es auch schon. Da könnt ihr euch im Endeffekt registrieren und werde dann auch informiert, sobald dann eben mehreres und anderes an den Start geht. Und wir haben nämlich hier den Plan, den Forex Bull, über den wir heute sprechen und im Detail sprechen, hier ein Upgrade zu machen für einen anderen Bullen, der denn da auch eine gewisse Bezeichnung mit sich tragen wird, vielleicht sogar noch eben mehrere Bullen, deswegen auch Plural Börsenbullen, hier im Bereich Swing Trading. Ja, da wollen wir dann auf 5 bis 25, 5 bis 30 Tage gehen, wo man dann eben auch so statistisch saisonale Pattern nutzt, um ja letztlich einen Handelsvorteil zu erzielen, einen statistischen Vorteil, einfach eine Wahrscheinlichkeit für seine Richtigkeit in Sachen Trade-Entscheidung zu haben. Es geht hier nicht um den heiligen Gral, es geht nur darum, dass man statistische Kennzahlen nutzt und Wiederholungseffekte, wie das eben die Saisonalität, die Wochentagsstatistik und andere Möglichkeiten der Finanzmarktanalyse mit sich bringen. Man muss sie eben nur auswerten und aufarbeiten und das tun eben diese Tools herausragend. Und wir sind, wie gesagt, hier bei dem Forex, sag ich schon, Focus Swing Trading Tool, da schon in einem Loop, wo wir von ausgehen, dass wir da auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres dann eben euch auch noch ein zusätzliches Feature für eben dann Aktientrading auf
Wochenbasis und dergleichen geben können. Also bleibt gespannt, es geht weiter voran. Und jetzt hier dann eben zu der Thematik, lasst euch nicht erschlagen. Das ist sozusagen das, worum es jetzt dann beim Bernd gleich gehen wird, nämlich hier der Forex Bull im Rahmen seiner Signale und der entsprechenden Anwendung des Expert Advisors. Da sind auch viele Details dann da, wenn man das Tool bestellt oder das Paket, wie man das anwendet und wie man es eben auch umsetzt. Ein Stück weit technische Affinität braucht man da schon, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Also wenn man mit dem MetaTrader umgehen kann und auch theoretisch auch hier und da schon Templates oder Expert Advisors genutzt hat, für den ist das jetzt nicht das Problem. Dennoch natürlich eine Materie, mit der man sich beschäftigen muss. Und darüber hinaus natürlich dann das Herzstück, nämlich den Forex Bull Trend Screener, wo wir etabliert haben, um die Forex Bull Signale, und das wird der Bernd jetzt eben auch dann zeigen, direkt in den MetaTrader einzuspielen. Herausragend, interessant, und insofern, Bernd, gebe ich das Ganze dann gleich mal zu dir. Die Teilnehmer, die jetzt sozusagen das erste Mal dabei sind, ich will hoffen, dass ihr beim Einsteiger-Workshop dabei wart, sozusagen um die Grundmechanismen des Forex Bulls kennenzulernen. Da will ich jetzt sozusagen hier im Detail nicht drauf eingehen, weil ich schon ein relativ langes Intro gefühlt habe. Und ihr sagt mal, ihr seht hier, worum es geht. Und wenn ihr dann noch in der Tiefe zum Einsteiger-Webinar was wissen wollt, dann könnt ihr euch in jedem Falle für den Januar auch anmelden. Das ist dann praktisch schon mal live and direct. Oder aber ihr schaut es auch auf unserer Webseite vorbei. Und da gehe ich jetzt direkt nochmal auf die Website, wo ihr dann natürlich hier unter dem Button oben Webinare hier die Anmeldung entsprechend findet in den oberen Kästchen und hier sozusagen dann eine frühere Aufzeichnung vom Einsteiger-Workshop und links dann sogar, das ist meines Erachtens 2016 gewesen, wo ich direkt bei den IB-Days damals auch die Fuzzy-Vektor-Logik, das ist sozusagen die künstliche Intelligenz des Forex Bulls, beschrieben habe. So, jetzt aber Bernd, ich weiß, du bist schon ganz hippelig auf dem Stuhl. Ich schieb dir den Bildschirm. Ich höre ganz entspannt zu, Chris, du machst das super. Ja, ich könnte gar nicht aufhören. Ich bin heute wie aufgrund unseres gestrigen Fat-Events, ja, mit dem lieben Andreas und Markus hat es ja auch witzigerweise dazugeschaltet. Ja, wo ich leider nicht dabei sein konnte gestern, ja. Aber ich habe schon vernommen, das war sehr interessant und sehr amüsant, habe ich vernommen. Also es ließ durchblicken, dass es tatsächlich auch wieder mit einer gewissen Würze bestückt war und es hat auch Spaß gemacht, aber irgendwie bin ich da seither im Redefluss. Deswegen aber jetzt stop the beat. Ich gebe dir auf jeden Fall den Bildschirm rüber, weil die Teilnehmer wollen natürlich auch jetzt mal live und direct sehen, um was es geht. Was ich nur kurz abschließend sagen will, ist eben der Risk-Disclaimer, liebe Leute. Ne? Ihr wisst, wenn ihr handelt oder auch der Bernd euch jetzt hier was Scharfes zeigt, das seht ihr auch auf unserer JFD-Seite natürlich hier unten, da gibt es nochmal den Hinweis. Holiday, erstmal haben wir diesen hier. Ne? Schönen Weihnachtsgruß an der Stelle. Fein. Und dann natürlich den Hinweis, dass wir hier unten immer darauf hinweisen müssen, dass ihr wissen müsst, dass das natürlich hier niemals Handelsempfehlungen sind und natürlich der CFD-FX-Margenhandel generell auch mit einem gewissen Risiko beseelt ist. Wenn Bernd jetzt hier ein Live-Setup durchspricht, dann ist das keine Handelsempfehlung, sondern eben praktischerweise das, was Bernd interpretiert hat. Insofern rüber zu dir, der Bildschirm. Alles klar. So, jetzt wird Bernd aus seinen zahlreichen Monitoren auswählen, welchen er uns darbietet. Und da sehen wir tatsächlich den Live Surfer und den Forex Bull. Bernd ist also sozusagen alles im Loop. Genau. Und du hattest ja schon vorgestellt schon, die Liste, die man hier im Szenario bei mir sieht, sieht ein wenig anders aus als deine, weil du hast ja die ganzen Coins noch mit drin und auch die Indizes zum Teil und ich glaube Öl auch. Aber man kann sich halt im Forex Bull sein eigenes Szenario anlegen mit allen Werten, die man hier auswählen kann. Und ich habe ein anderes Szenario als der liebe Chris, weil ich habe nämlich nur in Anführungszeichen 34 Werte. Das sind immer die 28 Hauptwährungspaare und dann halt Gold, Silber und halt noch die norwegische und die schwedische Krone gegenüber Euro und US-Dollar. Und so sieht das dann jeden Morgen aus im Forex Bull, dass man seine Signale bekommt. Du hast es schon beschrieben, dunkelgrün sind die starken Signale, hellgrün die schwachen und auf der Short-Seite halt alles in Rot. Und ich hatte heute den US-Dollar, Schweizer Franken herausgenommen, weil halt, das komme ich jetzt gleich dann, zum Tool mit dem Trend Screener sich ein schönes Setup ergab. Und die Zahlen waren, gut, man muss auch eins wissen, der Forex Bull kennt keine News. Das heißt, die US-Notenbank-Sitzung von gestern, die natürlich auch die Märkte ein wenig durcheinander gewirbelt haben, spielen beim Forex Bull überhaupt gar keine Rolle. Das muss man wissen. Das sind einfach statistische Werte aus der Vergangenheit und ob da eine Notenbank-Sitzung stattgefunden hat oder ob eine EZB-Sitzung stattgefunden hat,
interessiert den Forex, wohl gesagt, auf Deutsch überhaupt gar nicht. Und das sind einfach statistische Zahlen. Und der US-Dollar, Schweizer Franken stach heute Morgen mit dem Trendtrainer zusammen heraus. Deswegen hatte ich den rausgefiltert, auch im Morning Briefing dann auch erwähnt. Und wir gehen jetzt mal direkt in den Live-Chart, um euch was hast du eben gesagt, was Scharfes zu zeigen. Ja, Ja, sozusagen, tatsächlich. sozusagen. Und das ist der Live-Chart jetzt vom US-Dollar, Schweizer Franken. Und der Algo wurde heute Morgen eingestellt. Und wie man sieht hier, das ist die Asia-Box von heute mit 22 Pips. Das lag ein Long-Signal vor. Ich gehe gleich im Detail nochmal darauf ein, wie die Kriterien sind und so weiter und wie man das einstellen kann. Aber Trade wurde nicht ausgelöst. Jetzt gestern, interessanterweise, das ist die Asia-Box also die Asia-Range in der Nacht von gestern. Sehr eng, weil alle natürlich auf die Notenbank-Sitzung gewartet haben. Dann kam die Entscheidung, ging es rauf und runter. Und ja, wie gesagt, der Forex-Bull kennt keine News. Und deswegen war aber rein von der Statistik her, war ein Long-Signal gegeben, wurde nicht aktiviert, weil die Box nach unten verlassen wurde und somit auch kein Trade ausgelöst wurde. Jetzt hat er sich am Vortag einigermaßen gefangen. Jetzt läuft er wieder nach oben. Müssen wir mal abwarten, was die EZB heute noch macht. Aber das ist jetzt aktuell der Live-Trade, der heute gestartet wurde, auch im Morning Briefing, also gestartet hätte werden können, wie auch immer, wurde nicht aktiviert und somit ist der Trade hinfällig, weil er zu lange unter der Asia-Range war und somit ja, der Trade und das Setup auch vom Forex-Pool hinfällig ist. Aber du hast Chris eben schon gesagt, der Forex-Pool liefert ja immer interessante Signale, Long und Short, aber man muss auch mit Hilfe des Trendscreeners sagen, okay, die Trendfortsetzung, also die Trend, ja, die Fortsetzung ist immer wahrscheinlicher, als gegen den Trend zu laufen. Und der Forex liefert oft sehr schöne Countersignale. Aber gehen wir jetzt auf die Tools ein und da gehe ich jetzt in einen anderen Terminal und da haben wir jetzt hier den Trendscreener. Der Trendscreener, whatever, man ist immer Trendscreener. Zeigt alle Symbole an, die ich hier in meiner Marktübersicht habe. Die Marktübersicht kann ich natürlich selber gestalten mit den Symbolen, die ich auswähle. Und alle die Symbole, die in der Marktübersicht vorhanden sind, werden auch im Trendscreener angezeigt. Und das Schöne ist, das hast du eben auch eingangs schon gesagt, wir haben das jetzt so programmiert und so hinterlegt, dass alle Signale des Forex Bull, die ich hier nochmal sage, alle die Signale, die rot und grün sind, die sieht man dann auch im Währungssymbol selber farbig hinterlegt. Und jetzt habe ich hier alle Symbole, zum Beispiel Australer oder Kanadier heute, kein Forex-Bull-Signal, deswegen keine Farbhinterlegung. Aber wenn ich jetzt hier auf FXB, und das ist der Clou an der ganzen Sache, wenn ich jetzt hier oben im Trendscreener auf FXB klicke, dann zeigt er mir nur die Signale an, die auch im Forex-Pool selbst angezeigt werden. Jetzt habe ich jetzt US-Dollar Cash und DAX 30 auch noch mit drin. Das liegt daran, weil ich die jetzt vor kurzem in meine Market Watch hinzugefügt habe. Und wie gesagt, der Trendscreener zeigt alle Symbole an, die in der Marktübersicht auch vorhanden sind. Und das sind die Symbole des heutigen Tages. Lassen wir jetzt mal die Indizes außen vor. Und dann hat man im Trendscreener relativ klar in verschiedenen Zeiteinheiten, 5 Minuten Chart, 15 Minuten Chart, 30 Minuten und eine Stunde, sieht man rot oder grün. Was bedeutet das? Grün heißt, der Trend oder der Preis befindet sich über gewissen EMAs. Also der Trendscreener filtert die Signale nach dem EMA, also dem gleitenden, also den exponentiellen gleitenden Durchschnitten, EMA 20, EMA 50, EMA 100 und EMA 200. Und wenn dieser Preis über diesen EMAs liegt, dann wird ein entsprechendes Signal angezeigt und zwar in Rot oder Grün. Und also die Zahl, die innerhalb eines Kästchens hier steht, ich gehe jetzt mal auf den M15 vom US-Dollar gegenüber der schwedischen Krone. Und die 16 im 15-Minuten-Chart bedeutet, dass dieses Währungspaar seit 16, 15 Minuten Zeiteinheiten unter den gleitenden Durchschnitten
liegt. Und so kann man anhand dieses Ampelsystems auch im Stundenchart US-Dollar seit über 4 Stunden unter den Durchschnitten, die ich eben erwähnt habe. Und so hat man halt mit dem Trendscreener ein wunderbares Ampelsystem, wo man relativ schnell sehen kann, wo liegen Trends vor und wo liegen keine Trends vor. Und deswegen hatte ich heute Morgen den US-Dollar-Schweizer Franken auch herausgenommen, weil dieser im M15 heute Morgen noch rüber lag und es hätte rein von der Statistik her nach oben laufen können. Ziele waren okay, passte soweit, Trade nicht ausgelöst, alles okay. Aber mit dem Trendscreener hat man halt ein wunderschönes, ja, man sieht ja jetzt auch GBP Neuseeland, da Long-Signal im Forex Bull, aber der Trendscreener sagt, seit 19, 15 Minuten Kerzen liegt er unter den leitenden Durchschnitten. Das heißt, dieses Signal hätte man, wenn die Range nicht so groß gewesen wäre, hätte man durchaus auch gegen den Trend Short handeln können. Also ein Long-Signal liegt vor im Forex Bull. Der Trendscreener sagt ganz klar, rote Ampel auf allen Zeitebenen, H1, M30 und so weiter. Sieht man auch hier schön im Rainbow Trendchart. Und das ist ja das Schöne, wenn ihr hier den Forex Bull, das Advanced-Paket habt, dann habt ihr auch diese Templates. Das ist einmal das Handelstemplate für die Trade-Auslösung an sich. Mit den wichtigen Marken wie Vortageshoch, ADR, also die durchschnittliche tägliche Schwankungsbreite und so weiter. Und dann haben wir hier noch ein Template für den Trendchart. Und wenn ich mir das jetzt im M15 anschaue, Long-Signal, Forex Bull, Ampel eindeutig auf Rot. Und den hätte man konträr zum Signal des Forex Bulls durchaus Short handeln können, Chris, oder? Was sagst du? Das ist doch schön sauber nach unten jetzt abgedriftet und hat aber leider eine zu große Asia-Range. Gebe ich dir recht, das ist genau die Interpretation und gut, dass du es ansprichst, weil es ist eben tatsächlich so, dass auch wenn wir jetzt sozusagen diese Setups besprechen oder auch handeln, dann natürlich auch immer ein eigenes Maß anlegen, ne, was man tun und was man machen kann. Und wie gesagt, der Trend überwiegt sozusagen, wir sagen ja auch immer, der Chart dominiert, auch die Saisonalität wird sozusagen erst nachrangig betrachtet, weil wenn wir einen klaren Trend haben, macht es keinen Sinn, sich massiv gegen den zu stellen. Und deswegen ist es hier auch durchaus zweckmäßig, dass man die Signale durchaus dann noch anders interpretiert. Im Kontext der Asia-Range natürlich jetzt was, wo du sagst, sinnvoll, nicht sinnvoll, auch wichtig für euch einfach auch als ja, Gedanke. Viele Marktteilnehmer schauen überhaupt nicht auf die Schwankungsintensität der Währungspaare oder auch der Assets. Ja, da weiß kein Mensch, hey, wie viel bewegt sich denn das Währungspaar XY eigentlich im Schnitt? Das ist aber eine wichtige Indikation, um zu wissen, hey, gehe ich überhaupt noch in den Trade an dem Tag? Denn rein statistisch bist du in über 80% der Fälle eben in dieser Range. Natürlich gibt es Ausreißer, aber jetzt gerade hier, das sieht man sehr schön beim British Pfund Neuseeland-Dollar, der touchiert jetzt mit seinen 121 Pips durchschnittliche Range. Sind wir jetzt nur noch 2 Pips von weg, wahrscheinlich seine durchschnittliche Schwankungsbreite und dann ist die Luft grundsätzlich raus. Was nicht jetzt dafür spricht, dass es unbedingt stoppen muss, weil wir haben Tage, Bernd, das weißt du genau wie ich, da gibt es 250 Pips auf die Mütze, aber statistisch ist das einfach was, das musst du nicht mehr handeln. Und wenn der natürlich jetzt oben rausgegangen wäre, stellt sich eben auch die Frage, okay, Forex Bull liefert da eine Power. Ob es stattfindet, hängt immer wieder auch vom Markt ab. Deswegen müsst ihr euch natürlich trotz der schönen Signale und Trendfilterung immer wieder auch bewusst werden, dass man das auch sondieren muss, ganz klar. Das ist genau der Punkt, Chris. Sondieren ist das richtige Wort. Man muss, der Trendscreener ist wunderschön, der zeigt einem, ich meine, man sieht es ja jetzt wirklich, das ist ja wirklich auf allen Zeitebenen, sind die Währungspaare auf Rot, oder auf Grün. Und das ist, ein wunderschöner Trend, Screener-Filter, wie man es auch immer nennt, um mal schnell einen Überblick zu bekommen, wo befindet sich welches Währungspaar. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gold liefert heute ein Short-Signal vom Forex Bull und die Ampel steht auf grün. Jetzt gehe ich mal auf den 15-Minuten-Chart im Trendscreener und man sieht eindeutig, nach der, ja gut, das ist die US-Notenbank-Sitzung, der Trend ist aber nach dem aufwärts gerichtet. So, wie handle ich das jetzt? Wenn ich jetzt ein Short-Signal vom Forex Bull bekomme und ich habe aber eindeutig im 15-Minuten-Chart und das über mehrere zig Stunden einen Aufwärtstrend vorliegen, dann bleiben mir zwei Möglichkeiten. Entweder handle ich das Signal
Short-Signal nicht, oder? Aber ich handle es gegen den Trend. Das heißt, ich gehe long, obwohl der Forex Pool ein Short-Signal liefert. Und jetzt vielleicht nochmal rein aus der Praxis heraus, generell zum Trendscreener. Man hat, wenn man den installiert hat, hat man verschiedene Möglichkeiten, Einstellungsmöglichkeiten. Das wollen ja sicherlich jetzt auch mal viele wissen, wie installiere ich denn vorher den Trendscreener und so weiter. Und welche Einstellungsmöglichkeiten habe. Und wenn ich dann auf die Einstellung gehe, dann kann ich mir auch die verschiedenen Timeframes oder Zeitebenen anzeigen lassen. Und zum Beispiel haben wir jetzt für den Intraday-Handel haben wir halt nur H1, also Stundenchart, M30, M15, M5. Die stelle ich alle auf True, dann werden die hier angezeigt. Ich kann mir aber auch, der Trendscreener kann auch längerfristige Trends anzeigen, indem ich mir jetzt H4 Daily und sogar den Wochenchart, die Statistik anzeigen lasse, kann ich alles einblenden. Und das sind da schon nicht tolle Sachen, die man hier über den Trendscreener einstellen kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, nicht nur Intraday mit dem Trendscreener zu handeln, sondern auch Swing Trading zu betreiben. Und das ist, denke ich mal, eine feine Sache im Weil du es gerade sagst, Bernd, weil du es gerade sagst, wir kriegen gerade eine Frage noch mal rein. Erstmal, Andreas hat sich gerade angeboten als Mit-Talkmaster. Ja, rein Sehr damit. gerne. Rein damit. Ich kann die da gerne freischalten. Ich wollte nur noch ergänzen, inwiefern ist der 5-Minuten-Chart überhaupt relevant in dieser Filterung? Also kannst du das auch verändern, das Timeframe wäre jetzt eine Frage. Also die M5, M15, M30 generell, kannst du da auch, sag ich mal, andere Timeframes wählen oder sind die fix? Nummer eins. Und Nummer zwei, inwiefern spielt der 5-Minuten-Chart da auch eine Rolle? Das war wichtig. Dann der 5-Minuten-Chart, den habe ich jetzt hier nur eingeblendet, weil wir halt die Forex-Pulssignale Intraday handeln. Und da sind alles von M5 bis H1 ist Intraday wichtig. Und der ganz ausschlaggebende Punkt ist der M15-Chart. Wenn ich jetzt in die Einstellung gehe und sage, ich will den 5-Minuten-Chart gar nicht sehen, dann stelle ich das einfach auf aus, hier auf Forex. So, dann gehe ich hier auf OK. Jetzt ist der 5-Minuten-Chart hier raus, das Signal. Perfekt. Und ja, dann sehe ich halt nur noch M15, M30 und H1. Und Und wenn ich jetzt, genau, was du und jetzt wenn ich gerade da jetzt, drauf willst, du kannst das eben auch noch ein Stück weit erweitern. Auch ein schönes Feature vom Trendscreener, dass du sozusagen aus klar. diesem Intraday-Case einfach mal rausspringst. Und wir sehen da gerade, du hast ja H4, D1, W1, also Daily und Weekly auch noch Ja. dabei. Und das ist das Schöne beim Trendscreener, wenn ich jetzt die ganzen kurzfristigen ausschalte und sage, ich will jetzt nur noch ich will jetzt mal einen Positionstrade machen oder einen Swing Trade, dann gehe ich auf die Ebenen Weekly, Daily, H4, wenn ich Lust habe noch H1, aber für Swing und Positionstrades war ich nicht ganz, dann schalte ich die auf On und dann habe ich jetzt hier die Signale im Wochenchart, im Daily Chart und im H4, im Trendscreener. Und wenn ich jetzt mir Euro Cut anschaue, unabhängig jetzt, das ist das Intraday-Symbol heute vom Forex Pool, die Farbe. Aber im Weekly, und das sieht man eindeutig, ist der Euro Cut einfach short. Und seit 12 Wochen notiert dieses Währungspaar unter den EMAs. Und so kann man halt Cut-Dollar, Schweizer Franken, Yen, wunderschön im Rainbow hier zu sehen im Trendchart. Dieses Template hier ist das Intraday-Template, also nicht wundern. Also es geht jetzt nur um den Trendscreener. Sag, okay, Wochenchart, Daily Chart, H4. Dann habe ich hier rechts mit meinem Trend-Template sozusagen den Trend und der ist seit ja, 10 Wochen und ja, so kann ich halt bestimmte Währungspaare herausfiltern in verschiedenen Zeiteinheiten. Wie ich gerne möchte. Ich meine, wenn ich Swing Trading mache, gehe ich auf H4, H1 und M30 oder sowas. Kann jeder einstellen, man kann sich auch alle anzeigen lassen, Da, da aber kommt jetzt, da kommt jetzt eine Frage von Dieter an der Stelle. Er fragt nämlich, geht das auch mit Aktien? na klar geht das mit Aktien auch. Also alles, was hier in der Marktübersicht, also was man im MetaTrader, in der Marktübersicht, in der Market Watch drin hat, zeigt auch der Trendscreener an. Ich habe jetzt hier Genau. noch ein paar andere Kurse drin. Ich habe jetzt auch, habe ich Aktien drin? Nee, Aktien hatte ich nicht. Doch, Amazon habe ich drin. Jetzt kann ich jetzt hier blättern in dem Trendscreener, gehe auf Seite 2 und da kommt zum Beispiel eine Amazon-Aktie hier. Die ist seit
einer Woche jetzt über dem Links, das ist Intraday hier, das interessiert jetzt nicht. Und die Amazon, ist das die richtige, das ist das falsche Kürzel. Ja, die muss ich mal rauslöschen. Aber es geht auch mit Aktien, es geht mit allen Symbolen, die man in der Market Watch drin hat, kann man sich die Werte dann im Trendscreener dann auch anzeigen lassen. Das ist ja auch so ein Also. bisschen vorweggenommen unserem Swing Trading Aspekt, sage ich mal, unserem zukünftigen Feature, wo man sich dann darauf freuen kann, dass das genau dann sozusagen eine ergänzende Weiterentwicklung ist. Aber wir haben ja auch im Forex Bull die DAX 40, 30, wollte ich fast schon sagen, die DAX 30, 40 Aktien und eben den Dow Jones 30 so rum. Und die kannst du dir da genauso hier auch entsprechend in dieser Forex Bull Verbindung anzeigen lassen, aber du kannst den Trendscreener natürlich auch unabhängig dessen einsetzen. Was wir hier noch haben, ist vielleicht auch ganz spannend. Der Thomas fragt nämlich US-Dollar Tri oder Tri japanisch Yen. Klare Long-Signale, Schrägstrich ähnlich Short. Das sind natürlich jetzt sehr exotische Währungen, Thomas. Da musst du natürlich aufpassen. Bernd hat nicht ohne Grund, und das lernst du oder das zeigen wir bei uns im Einsteiger-Workshop, welche Währungspaare für uns von Interesse für den Intraday-Handel sind. Da sind eben auch die norwegische Krone zum Beispiel, weil wir da sehr attraktive Spreads bei JFD haben. Hingegen türkische Lira, Intraday, ouch. Erstmal ein illiquides Paar, zweitens unberechenbar und sicherlich hast du da schöne Trends, aber das ist eher nichts, was du auf Intraday-Basis handeln sollst. Genau wie der US-Dollar im brasilianischen Real. Also das ist etwas, das ist, oder mexikanischer Pesos, das sind einfach Währungen, die sind so illiquide, die kann man Intraday nicht wirklich nutzen. Und Nein, das ist Forex Bull richtig. ist für den Intraday-Handel ja gedacht. Also du kannst aber Genau. hier das Tool selber natürlich auch rudimentär viel weiter nutzen für Weekly Charts und eben auch für Tagescharts und für völlig andere Underlyings. Das schließt ja sozusagen das weitere Universum nicht aus. Aber man sollte, wenn man eben Intraday handelt, eben dann so, wir sagen ja mal die Top 30, ne, plus eben die Kronen, schwedisch wie nordisch und dann eben auch noch die Edelmetalle, sollte man das Universum da eingrenzen und dann hast du Intraday, sag ich mal, 34, 35 Werte und dann geht es natürlich ab. So, was ist noch? S&P 500 geht, S&P 500 geht dann noch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, also die Aktie vom S&P 500, die sind nicht beim Forex Bull drin, die sind aber sehr wohl mit diesem Trendscreener auch identifizierbar. Also das ist schon Fakt, ne? Wenn du jetzt Also, die echten Aktien lokalisierst, kannst du das machen. genau. Also alles, wenn ich jetzt hier in der Market-Übersicht hier auf Symbole gehe, dann habe ich hier meine Symbole, die ich auswählen kann. Und alle Symbole, die ich jetzt, ich mache es jetzt mal live wirklich an der türkischen Lira, die füge ich dann in meiner Market Watch hinzu. So, anzeigen, schließen. Dann habe ich jetzt hier die türkische Lira. Irgendwo muss jetzt die türkische Lira sein. Wo ist sie? US-Dollar. Türkische Lira, da unten ist sie. Oh, das falsche Symbol, aber gut. Nichtsdestotrotz, dieses Symbol ist jetzt in meiner Market Watch drin. Wenn ich den Trendscreener, wenn ihr den Trendscreener von uns bekommt, dann bekommt ihr drei Dateien, die müsst ihr in verschiedene Ordner kopieren und dann gibt es nur eins. Und der Trendscreener aktualisiert jetzt nicht mit der türkischen Lira, weil ich die gerade erst hinzugefügt habe. Was macht man? Man öffnet ein beliebiges Chartfenster für den Trendscreener. Idealerweise den Euro-Dollar, weil der am liquidesten ist und am meisten Kurse liefert. Ich habe jetzt ein neues Chartfenster geöffnet, habe dann hier den Trendscreener, ziehe diesen in den Chart hinein, ganz einfach, habe hier meine Einstellungsmöglichkeiten und ich lasse sie jetzt mal so, wie sie sind für den Intraday-Handel. Und dann sage ich, okay, jetzt dauert es einen Moment, hier oben steht schon ein Smiley. So, jetzt habe ich hier da muss man das Fenster ein bisschen schmaler machen. Und jetzt müsste auch der US-Dollar gegenüber der türkischen Lira als Prime-Feed, wo ist er? Also wie gesagt, alle Symbole, die in der Market Watch sind. Da ist es hier, da ist er, US-Dollar Try, da haben wir ihn doch. So, und das Schöne am Trendscreener ist, ich lege den mal jetzt direkt darüber, all die Symbole, die hier hinterlegt sind verknüpft mit diesen beiden Charts. Und diese Templates bekommt ihr natürlich dann auch, wenn ihr das Advanced-Paket dann auch habt, mit dem Trendscreener, mit allem drum und dran, habt ihr diese beiden schönen Templates. Und die beiden sind verknüpft mit dem Chart. Wenn ich jetzt hier auf Try klicke, habt ihr gerade gesehen, wie ich live hinzugefügt habe, das Währungspaar in meiner Symbolliste, dann sieht man jetzt hier, na Chris, wo wollen wir in den Urlaub hin? Türkei war das, oder? Ja, wir haben auch den Andreas dabei. Da geht es wieder um das Thema 20-Cent-Döner. Ja, Ja. genau.
Ich bin Nein, doch nur aber. der Chauffeur für euch. Ach so. Hört, hört. Ich dachte, du machst die selber mittlerweile. Nee, also, aber gibt es in der Tat so kleine Dönerspieße für den Hausgebrauch, habe ich neulich bei eBay gesehen. Aber Spaß beiseite. Ich habe noch eine andere Frage, vielleicht nicht ganz so fachlich versiert in der Tiefe, aber trotzdem relevant, weil 12,5% aller Männer sind farbenblind, aber haben eine Rot-Grün-Sehschwäche sozusagen. Was ist denn mit den Farbgebungen? Kann man die hier komplett im Screener selbst definieren, ist die Frage. Die Farbgebungen jetzt, was im Screener jetzt, die Rot-Grün-Gelb, nein, die Ja. sind vordefiniert, nein. Grün ist eindeutig über den Trend, über den EMAS, Rot eindeutig unter den EMAS und Gelb ist mittendrin, ist halt nur Aber dabei. bestanden habe ich Aber, es. Aber das ist ja wirklich so. aber neben älteren Teilnehmern, wir haben auch schon so eine Lupenfunktion mal überlegt. In der Tat, interessanter Einwurf. Und ich meine, auch unser Peter ist dabei. Ja, der Peter ist dabei. Genau, Grüße nach Wien an der Stelle. Wir sind sehr, wir sind von Norden, Süden, Osten, Westen. Ich will an der Stelle da vielleicht ergänzen, dass man sagen kann, Peter, mal mitnehmen, also mit der Blau, Grün, Rot, Weiß-Schwäche, wie auch immer, das ist wirklich ein Argument. Also ich sag mal, das ist ja ein leicht lösbares Problem. Also wer da wirklich andere Farben haben wollte, das können wir schon ohne Probleme einstellen. Nur in der Masse ist natürlich Grün bullisch, Rot bärisch und Gelb eben ampeltechnisch neutral, so dass das eigentlich ganz gut ist, wenn man das eben so lässt. Aber ich sage mal, individualisiert für den Einzelfall, wenn man wirklich eine Farbschwäche hat, ist es auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Frage gerade von Daniel im Rahmen, dass man sozusagen hier diese Webinare aufnimmt und den Premium-Kunden zur Verfügung stellt. Das ist eine Idee fürs nächste Jahr in der Tat. Aber wir haben in jedem Workshop manchmal auch neue Inhalte. Also es ist nicht jeder Workshop gleich und es geht natürlich grundsätzlich um dasselbe Thema. Aber wir haben hier nicht den roten Faden, den wir immer ablesen. Und wir haben immer wieder auch ergänzende, ja, zum einen Gäste, wie den lieben Andreas gerade, auch mit einer durchaus relevant wichtigen Frage, aber natürlich auch manchmal neue, ja, Updates, neue Indikatoren. Deswegen machen wir auch praktisch immer wieder dieses monatliche Webinar. Und ja, wir werden das durchaus mal überdenken, dass alle registrierten Teilnehmer hier regelmäßig dann entsprechend die Aufzeichnung noch bekommen, sofern sie dann eben nicht am Vormittag dabei sein können. Guter Einwurf, Daniel. Nehmen wir direkt fürs nächste Jahr mit. Bernd, ich denke, das ist auch eine Sache, wo man natürlich konfirmen und dann können wir theoretisch auch das ein oder andere Webinar sogar mal hochladen, auch wieder auf der Website für alle Teilnehmer. Ja, klar, absolut. Ja. Du, an der Ja. Stelle, ich würde euch jetzt mal kurz allein lassen und würde dir die Überkräfte geben. Bernd, an der Stelle, weil du hast jetzt sozusagen ein Counterpart-Support vom lieben Andreas und die Super. Säbel rasseln natürlich anständig. Und ich würde sagen, einfach aus der Praxis für die Praxis weitergehen. So siehst du nämlich dann jetzt auch gleich die Fragen, wenn denn noch welche kommen. Und insofern weiter mal durch fürs Programm führen. Den EA haben wir ja auch selber bestimmt, den werden wir jetzt nicht in der Tiefe besprechen, aber vielleicht da auch mal die Funktionalität noch mal kurz erläutern. Aber im Grunde genommen geht es eben darum, dass wir hier die Features vorstellen und das Webinar interaktiv dient ja auch dem, wie es auch der Andreas beziehungsweise jemand von Twitch wahrscheinlich auch gefragt hat, hier eben auch Fragen zu stellen. Ja, also gerade geht das mit Aktien, geht es nicht mit Aktien, wie ist es mit den Farben? Das sind natürlich Interaktionen, dafür gibt es diese Workshops, sodass wir da wirklich auch interagieren können. Ja, absolut korrekt. Und mit den Farben, ich meine, ich bin ja schon fast blind. Ich brauche eine Brille schon für jede kleine Zeitungsanzeige. Aber das mit den Farben kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das sind doch eindeutig rot, grün und gelb, oder? Es gibt ja Ja. Rotschwäche. Da sieht der Teilnehmer, also ich weiß nicht, wie er dann Auto fährt, ich glaube, das kann er gar nicht. Im Grunde genommen gibt es ja Leute, wo dann tatsächlich die Farbe nicht sehen. Also es ist die Farbschwäche, Bernd. Ich meine, das ist durchaus, sage ich mal, ein genetisches Es gibt. Problem. Das ist vorhanden. Aber pass auf, ich gebe dir mal die Ohrkrächte rüber, nicht, dass es jetzt nochmal interrupt. Ja, Bernd, ich kann das ja nochmal ausführen. Du bist bei manchen Sachen vielleicht nicht up to date. Also so Kontaktanzeigen in der Zeitung ist halt nicht mehr heute. Wischt mal rechts, links bei Tinder. Ich habe, Verzeiht, jetzt muss ich lachen. Chris hat gerade, ich hab nichts gehört gerade, weil du hast nur noch gestartet, aber ich habe nichts gehört, weil der Chris ihm irgendwas zugeschoben hat hier mit Fragen und so weiter. Kannst du das nochmal bitte wiederholen? Was hast du gesagt? Ja, ich sagte, das ist nicht ganz zeitgemäß mit Kontaktanzeigen in der Zeitung raussuchen. Wir haben bei Tinder nur so rechts-links wischen. Das geht viel schneller am Handy, weißt Ach so, das wusste ich noch gar nicht. Ist ja du? cool. Naja, ja, Neckisch. ich bin nicht up to date, das tut mir leid. Aber nein, ich habe letztens noch irgendwas mit RGB, Rot-Grau, nee, Rot-Grün, Blau-Schwäche und keine Ahnung, aber ja, wie Hast gesagt, ich brauche eine wahrscheinlich Brille. gedacht, hast du falsch gehört und hast die RWE-Aktie gekauft. RWE-Aktie. Ja. Ja, die.
Die kann man auch in den Screener mit einbinden, die RWE-Aktie. Auch Herrlich. das, wenn man die RWE-Aktie hier in der Market Watch hat, dann kann man auch die RWE-Aktie anhand des Voice Bull Trend Screeners analysieren und sich die Charts anschauen. Denn jetzt mal zurück zum Thema, bevor die Zeit gleich rum Ja. ist. Ich meine, Andreas, ich spreche gerne mit dir. Wir können auch noch eine Stunde telefonieren. Aber Fakt ist, ich muss erstmal den Faden wieder hier finden. Bernd, Fakt ist, was? Entschuldigung, jetzt interrupte ich auch nochmal. Ich sage mal ein kurzes Hallo und Ciao in die Runde. Vielen Dank, Andreas, schon mal, dass du dem Ganzen beiwohnst und auch interaktiv warst schon mal wieder. Das freut mich sehr immer. Und auch Bernd, dir nochmal viel Freude jetzt zum Finale und eben den Details kurz noch setteln. Das war natürlich ein kleiner Exkurs in die Welt der Dating-Apps und auch der Dönerkäufe. Ne, da muss man mal ein bisschen flexibel sein. Aber auf jeden Fall nochmal mitgenommen, was es jetzt hier im Schwerpunkt an Tools, Features gibt. Und wie gesagt, EA, wenn es euch interessiert, Leute, da auch mal ruhig in den Chat schreiben, damit wir da interaktiv Ja, sein machen wir können. jetzt. Das ist wichtig. Und dann nochmal nebenbei vermerkt von vorhin noch ein Punkt. MetaTrader 4 und 5, es sind diese Tools nutzbar, das muss man ganz klar sagen. Also das ist tatsächlich möglich. Auch der Expert Advisor ist für den MetaTrader 4 und 5 einsetzbar. Gerade wenn es eben um Aktien geht, ist natürlich auch der MetaTrader 5 nutzbar, Schrägstrich nur das Einzige, was nutzbar ist für echte Aktien. Der MetaTrader 4 hat diese nicht, da sind nur CFDs drin. Insofern muss man das genau ins Kalkül ziehen. Und jetzt hast du hier direkt noch ein Musterorder. Ach nee, das ist der Algo, ne? Das ist der Breakout-Algo, Ja, habe ich gerade ja, gesehen. genau, das ist der Breakout-Algo. Ja, Auch das nett. ist dann Man kann viele auch nett. Sachen nutzen, die automatisiert auch umgesetzt werden können, aber jetzt lange Rede, kurzer Ja. Sinn. Viel Spaß auf der Zielgeraden. Bernd, ich hoffe, du bist gut gesettelt und wir sprechen uns eh später. Horido! Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao, Chris. So, jetzt mal wieder zu den wichtigen Facts. Also, Focus Bull Trend Screener, wie gesagt, alles einstellbar über die Market Watch, alle Signale, also alle Symbole, die werden auch hier dann im Screen angezeigt. Klickt man auf FXB, hat man nur die Signale vom Forex Bull und ohne FXB alle Signale, also alle Währungen, also alle Symbole, die auch in der Market Watch sind. Und dann halt anhand des bekannten Systems. So, wie gehen wir jetzt vor? US-Dollar, Schweizer Franken hatten wir heute. Ich gehe mal kurz auf den Dings. Genau, US-Dollar, Schweizer Franken. So, es lag ein Longset. Ne, ich wollte. Kann Dollar. Yen wollte ich zeigen am Beispiel des Algos. Also der Trendscreener hat diese beiden Charts sind mit dem Trendscreener verknüpft. Und man hat halt einmal den Trendchart im 15-Minuten-Chart im Rainbow-Manier. Das ist zum Beispiel schwach heute, US-Dollar wieder stärker. Heute Morgen lag ein Signal vor, nicht gehandelt, nicht ausgelöst, alles gut. Aber was ich jetzt zeigen wollte, ist den Expert Advisor, wie man ihn dann auch einstellen kann. Und zwar wollte ich das zeigen am Kann-Dollar-Yen. Jetzt mache ich ein neues Chartfenster auf. Und auch die Templates bekommt ihr alle mitgeliefert. Das ist jetzt der 5-Minuten-Chart. Jetzt ist ein 15-Chart und sage dann Vorlagen und sage dann Forex Bull. Und dann habe ich jetzt hier meine Chartvorlage, wie ich sie jeden Morgen auch anschaue. Das ist jetzt ein Blick. Da, ja, genau. So, das ist jetzt hier unsere Asia Range, wie besprochen auch. Ganz normales Forex Bull Setup. Pivot Point liegt unter der Asia Range. Long Setup liegt, wenn ein Long Setup vorliegen würde, würde der Trade hier ausgelöst. Wie gehe ich jetzt nun mit dem Expert Advisor an diese Sache heran? Ich habe hier den Expert Advisor, ziehe den in den Chart und dann habe ich jetzt hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen alle durch und ändere die, das habe ich früher mal gemacht. Ich lade jetzt einfach mal unser Setup, was wir so verwenden und das ist ein ganz normales, kann man sich dann hier abspeichern mit all, also wenn man die Daten eingegeben hat, kann man sie abspeichern, dann sagt man, okay, öffnen. Und dann ist es wichtig, dass man für jeden Trade eine andere Magic Number verwendet, weil sonst gibt es Komplikationen, wenn man zwei Charts mit der gleichen Nummer auf hat. Kann es, muss nicht, kann aber zu Komplikationen führen. Was haben wir jetzt hier? Wir haben die Handelszeiten, der Start ist immer mit dem neuen Handelstag und dann hat man eine Ende. Handelzeit kann man eingeben und der Timestop, der ganz wichtig, wenn ich einen Timestop eingebe, 20 Uhr, das bedeutet 20 Uhr Serverzeit, die hier oben steht,
also unserer Zeit 21 Uhr, dann enden alle offenen Trades und die werden auch vollautomatisch vom Expert Advisor geschlossen. Und das muss man wissen. Also nicht, dass dann einer denkt, ja, wieso ist der Trade, der wäre doch noch in den Gewinn gelaufen. Mit diesem Timestop enden alle Trades an dem Tag. So, dann hat man hier die Möglichkeit, ein Risiko einzustellen. Es gibt die Möglichkeit, einen Fixed Lot Size zu verwenden. Wenn jeder oder wenn jemand nur das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar handelt, kann ich hier jeden Tag mit der gleichen Lot Size handeln. Oder aber, was viel besser ist, ich nutze ein prozentuales Risiko von meinem Depot und das kann ich dann hier entsprechend einstellen. 0,3%. Je nach Anzahl der Trades haben wir ein maximales Tage, also maximalen Tagesverlust von 1,5%. Wenn ich jetzt 5 Trades habe, dann nehme ich 0,3 von meinem Depot und wenn ich nur 2 Trades habe, kann ich mit 0,7 oder 0,8 arbeiten und so weiter. Kann man hier wunderbar einstellen im Algo und dann kann ich auch sagen, wann die Order gestrichen werden soll. Wichtig jetzt an dieser Stelle ist der Pivotpunkt und die Asia Range. Das sind die beiden Punkte hier, der blaue Pivot Point und die Asia Range hier oben. Die müssen bei diesem jetzt Long-Signal müssen überschritten sein, damit der Trade auch ausgelöst wird. Und wir hatten damals noch, und das müssen wir mal im Algo noch ein wenig korrigieren, der EMA ist jetzt überflüssig geworden, weil wir halt den Trendscreener haben, der uns sehr schön anzeigt, wo liegen die Trends vor und so weiter. Also den EMA nehmen wir jetzt hier mal raus. Wichtig ist, Pivot Point und Asia Range, die Signale müssen aktiviert sein, damit der Trade auch ausgelöst wird. Dann haben wir die Zeiteinstellung für die Asia Range, das ist diese Box hier mit den 29 Pips. Das ist die Zeit von 23 bis 7 Uhr, wie gesagt, Serverzeit, wie auch bei dem Timestop, Serverzeit. Und das ist unserer Zeit 0 Uhr bis 8 Uhr morgens. Um 8 Uhr endet die Asia Session, also die Asiaten gehen aus dem Handel raus und das endet unsere Box. Das ist so die Asia Range. Und eine Möglichkeit, auch den Start für die Asia Range am Montag einzustellen, weil es gibt ja bei den Währungen oder bei den FX-Pairs, ist ja Durchhandel und es gibt nur ein Gap, was es geben kann, das ist am Sonntagabend. Und da haben wir gesagt, okay, der Start der Asia Range ist am Montag vielleicht ein Tick später. Muss man nicht einstellen, kann man einstellen. Dann hat man noch verschiedene Möglichkeiten, den Break-Even nachzuziehen, einen Trailing-Stop zu platzieren. Und mit einem bestimmten Profit auch dazu arbeiten, 1,5 eher. Ja, 1,5 eher. Habe ich jetzt das Richtige? Ist doch 1,5. 1,5 eher. Wir arbeiten aktuell allerdings mit einem eher und dann hat man noch, und das ist das jetzt Entscheidende, wo setze ich meinen Stop-Loss? Und das ist wirklich ein sehr extrem wichtiger Punkt. Weil ich habe jetzt hier in diesem Feld verschiedene Möglichkeiten, den Stop-Loss zu platzieren. Und zwar sehe ich dann im Template hier zum Beispiel den Pivot Point. Standardmäßig haben wir den Stop-Loss unterhalb der Asia Range liegen, also hier an diesem weißen Kasten. Aber es kann natürlich ein kurzer Fake-Out passieren. Ich setze meinen Stop-Loss nicht an der Asia Range, sondern am Pivot-Punkt, also an der blauen Linie. Und das kann ich hier dann einstellen, Stop am Pivot Point. Und wenn ich alle Einstellungen vorgenommen habe und dann auf OK klicke, wie gesagt, die kann man sich dann, wenn man alles so vorgenommen hat, wie man möchte, kann man sie abspeichern. Dann klicke ich auf OK und dann erscheint hier folgender Button. Und zwar habe ich jetzt hier, die wurden ausgeloggt, auch schön. Normalerweise ist das jetzt hier dann grün und dann kann ich sagen Allow Buy oder Allow Sell. Und wenn ich ein Long Setup vorliegen habe, brauche ich nur noch auf Allow Buy klicken. Und wenn der Kurs jetzt die ganze Zeit hier rumpendeln würde, dann würde der Trade automatisch, ohne dass man den ganzen Tag noch am PC sitzt, würde dann mit einem Allow Buy der Trade genau dann hier irgendwann ausgelöst. Und das ist das Schöne. Was wichtig ist noch in diesem Zusammenhang, man muss immer bei allen Trades, die man auch eingeht, das jetzt mal zum Handelsroboter, bei allen Trades, die man auch eingeht, muss man grundsätzlich, das hat der Chris ganz am Anfang auch schon gesagt, immer beachten, wie groß ist die Asia Range und
Wie hoch ist auch die tägliche Schwankungsbreite? Wenn ich das Fenster jetzt mal groß mache im Ostdollar Schweizer Franken, dann habe ich eine tägliche Schwankungsbreite in den letzten 10, 14 Tagen von 54 Pips. Jetzt habe ich in der Nacht 22 Pips und habe dann bis zum durchschnittlichen Hoch noch den ja, auch 48, 36 Pips. So, und die Range, wenn die zu groß ist schon in der Nacht und ich angenommen, die Range wäre 47, 48 Pips, dann brauche ich auch kein Trade mehr starten. Das heißt, man muss bei der Auswahl der Aktien, sag ich schon, der Auswahl der Underlyings immer darauf achten, was ist an diesem Tag noch möglich, was ist in der Nacht gelaufen und wie kann ich meinen Stop-Loss anhand oder mit Hilfe des Handelsroboters auch dann dementsprechend platzieren. Der Trade wurde heute nicht ausgelöst, schade, weil er läuft jetzt der US-Dollar nach oben. Aber er war halt zu lange unterhalb der Ether-Range und von daher hat sich das Setup dann wirklich erledigt. Aber scheint jetzt durchzuziehen. Also, das kann jeder handeln, wie er will. Ich meine, man kann dann im Anschluss auch nochmal auf Allow Buy klicken, dann startet der Handelsroboter auch nochmal automatisch. Aber ja, so viel zum Thema Handelsroboter. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell, weil sonst habe ich den immer sehr ausführlich vorgestellt und die Leute haben gesagt, aber das ist mir zu trocken und jetzt habe ich es mal schneller vorgestellt. Ich schaue mal kurz in den Chat. Bedeutet die Einstellung von Take Profit 1,5% und. Nein, der Take Profit ist 1,5 R von dem. Also, wenn ich jetzt hier einen Take Profit von 1,5 R einstelle. Also normalerweise bei 1 zu 1 brauche ich 22 Pips. Bei 1,5 brauche ich ja 33 Pips. So, das ist aber nur ein Trade. Und wenn ich pro Trade 0,3% von meinem Depot riskiere, heißt das nicht, dass ein CFV von 5 zu 1 ist. Das CFV bleibt 1, also ja, 1 zu 1, 1,5. So, und man muss halt. Ich lese gerade noch mal im Chat, aber man muss halt die immer so auf die Trades auch runterbrechen. Also, wie gesagt, wenn ich mit dem CFV von 1 zu 1 habe, habe ich 22 Pips bis hier oben und bei 1,5 brauche ich halt 33, dann muss ich bis hier oben warten. Ja, Steffen, da hast du vollkommen recht. Du kannst automatisch deinen CFV festlegen. Du kannst halt pro Underlying pro Währungspaar kannst du halt sagen, okay, ich will nicht 1 zu 1 arbeiten. Ich sage, okay, vielleicht auch 2 zu 1. Wir hatten auch schon mal ganz am Anfang, hatten wir sogar 2,5 zu 1. Das heißt, das 2,5-fache von der Ether Range wurde dann nach oben oder nach unten getradet und die Volatilität hat dann doch stark abgenommen und da haben wir dann gesagt, okay, wir arbeiten mit 1 zu 1, weil das so schwach war. Auch Euro-Dollar mit lächerlichen 38 Pips am Tag, das ist ein Witz. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal 1 zu 1. Aber du kannst, wie gesagt, Steffen, du kannst automatisch deine CRV festlegen pro Trade. Ja. Hoffe, die Frage wurde damit geklärt. Schau nochmal in den Chat. Okay, danke Steffen. Jo, keine weiteren Fragen. Wir haben 12 Uhr. Falls ihr noch weitere Fragen habt, einfach eine E-Mail an JFG oder an mich oder an Chris und dann im Trading Room, ist ja, ach, Trading Room war schon, im Morning Briefing könnt ihr mir auch antworten. Also einfach die klassischen Medien nutzen und ja, bei weiteren Fragen einfach melden oder aber direkt auf unserer Forex-Bull-Seite vorbeischauen und den wunderbaren Trendscreener nutzen, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde den unglaublich im Zusammenhang mit diesen Templates. Wie gesagt, die sind verknüpft. Das ist der Intraday-Chart. Man kann auch nur den Trendchart nutzen. Dann kann man sich den Trendscreener rausziehen und dann kann man alle Währungspaare in allen verschiedenen Timeframes in den Einstellungen durchscrollen. Ach, ich finde es herrlich. Australer oder Kandollar zum Beispiel. Ja, das ist im Stundenchart. Gehe ich jetzt mal rein, 3 Stunden. Das ist ein Trendchart. Und da sehe ich relativ schnell im Trendscreener, wo liegen Australdollar Yen. Nicht so schön, aber ja, der ist zwar seit 26 Stunden über den EMAS, aber der Chart gefällt mir noch viel besser. Weil das ist ein Trend. Das ist wirklich ein Trend, den man sofort sieht.
Und deswegen kann ich nur jedem sagen, alles klar. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich wünsche allen vorab schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und im neuen Jahr neue Webinare mit neuen Features und neuen Tools. Bis dann. Ciao. Ja, rutsch gut rein. Ach, du bist auch noch da, Andreas. Ja, Ja, Mai. ich dachte, wir machen noch so ein Jahresendabriss-Trend Ja, stimmt, ist Geschichten. mein letztes Webinar. Das ist mein letztes Webinar dieses Jahr. Das ist, Ach so, das wusste ich nicht. ja, nächste Woche bin ich schon so gut wie Bei bin ich den Rentieren. im Urlaub, ja, über den Rentieren und am Weihnachtskalender muss ich noch arbeiten und da gibt es viel zu tun. Da gibt es viel zu tun. Und Da hoffe nein, ich aber. mal, dass da nicht zu indiskrete Bilder im Weihnachtskalender sind, wenn du mir einen schickst. Also ich will da nicht irgendwie dich vor der Trading Desk im Netzhemd sehen oder so. Nein, auf keinen Fall. Wenn dann mit einem Döner in der Hand, nackt. Ja, das wäre schön für mich, ja. Also das wäre gut. Alles klar, dann komm mal Nein. gut ins neue Jahr. Aber ich schaue nächste Woche noch bei euch beim Trading Room mit rein. Und dann komme ich da vielleicht Das mal ist lieb. dazu. Ja, Da dann freuen können wir wir. uns. Ja, da freuen wir uns. Revival, Reunion. Ja, genau. Und dann erzähle ich euch mal, wie der DAX funktioniert, ne? Ja, da warte ich ja schon seit Jahren drauf. Alles klar, Andreas. Bis dann, bis nächste Woche und Danke, bis ciao. dann, Bernd. Ciao, Ciao. ciao.